Und damit herzlich willkommen zum Bus-Simulator 21. Ja, irgendwie habe ich gerade Bock drauf, keinen Zug zu fahren, sondern einen Bus zu fahren. Und habe mich jetzt mal neben Omsi jetzt auch für den Bus-Simulator 21 entschieden. Ich weiß noch nicht, wie viele Episoden ich da machen werde. Oder ob wir es fertig spielen, ist ein bisschen auch abhängig von euch, ob euch das ein bisschen interessiert. Ich habe mich entschieden, dass wir hier mal die europäische Karte machen mit Story-Modus und habe Mods aktiviert von Mod.io und ich würde sagen, wir schauen mal rein. Willkommen zurück in Seaside Valley, der mitteleuropäischen Stadt, ist ein Fanliebling unter Busenthusiasten. Erlebe das ländliche Dorf Sonnenschein, tauche ein in die industrielle Treiben am Hafen, fahre den internationalen Flughafen an, genieße die herrliche Stadt Kerstadt und entdecke das lebendige Stadtzentrum von Seaside Valley selbst. Denk daran, dich jederzeit an die lokalen Verkehrsregeln zu halten, dann wird dein Unternehmen ein Erfolg. Dieser kulturreiche und vielseitige Gebiet benötigt ein neues Busnetz. Mach dich also bereit. Das wird eine glatte und pünktliche Fahrt. Das werden wir sehen. Und das sind wir. Ich habe Sachen aufgeschrieben, die wir ausprobieren sollten, bevor es zurück auf die Straße geht. Nur um sicherzustellen, dass die Infrastruktur in Ordnung ist. Und wir ein robustes öffentliches Verkehrssystem bereitstellen können. Eins nach dem anderen. Die im Rathaus möchten, dass wir eine Testnachtlinie fahren, um herauszufinden, wie viele Menschen sie nutzen würden. Im Gegenzug finanzieren sie dir einen zusätzlichen Bus. Ich habe schon eine Strecke vorbereitet und die Werbetrommel gerührt. Wähle die bestehende Strecke aus und fahre sie bei Nacht. Alles klar. Okay. Erhalte einen Zahltag auf einer Route zwischen Asterpromenade, Zellermann, Forschungszentrum, Notspeicher etc. Fahre eine Route bei Nacht, passe deinen Bus an. Ja, okay, dann machen wir das mal. Also, das ist die erste Route da. Asterpromenade, Forschungszentrum, was war noch? Notspeicher, das ist hier. Südspeicher, das ist da. Stockerplatz. Ja, okay, also die Route einmal bei Nacht fahren. Das machen wir mal. Zeit wählen. Wir sagen mal 23:00. Einmal vor. Ja, geil. Schlechtes Wetter. Ich hab so ein Glück. Gleiche wie in D-Ray Valley. So, der Kartenrouten, Routen. Ist da. Jetzt fahren. Fahrzeug auf dieser Route. Mercedes-Benz Citaro K. Ja, okay. So. Genießt du die Fahrt oder fährst du lieber selber? Eigentlich würde ich selber fahren. Also, gib mal her, du. Hallo? Ah, toll. Danke. Ja, immer gerne. Södele. Ah, shit, jetzt bin ich. Oh, jetzt bin ich aufgestanden. Wollte eigentlich. Ja, genau. So, frei, los geht's. Oh, das fährt sich so viel einfacher als wie Omsi. Dafür ist aber auch Omsi ein bisschen realistischer. So. Und vor dem Video bin ich so ein bisschen für mich gefahren. Und ich muss sagen, ich bin zumindest vom Sound noch nicht wirklich überzeugt. Ich habe schon geschaut, ob es irgendwie Soundmods gibt, aber da habe ich erstmal nichts gefunden. So, dann nächste Haltestelle. So. Endstation. Bitte alle aussteigen. Nix da. So. Gratuliere. Du scheinst wirklich an deinen Aufgaben zu wachsen. Du strahlst ja richtig. So danke schön. Ein in dem Videospiel von meinem Neffen. Okay, 2300. Ableveln, oder wie das heißt. Wie bitte? Ich bin jetzt fahren die Route mit 55% Effizienz. Nee, nee, das machen wir nochmal. Ah, ich drücke immer C. Südli. Dankeschön. Ja, ich bin ein bisschen Rowdy-mäßig unterwegs. Aber ich muss hier einen Fahrplan einhalten. Südle. Jetzt, rüber mit euch. Dankeschön. Wow, wow, wow. Was? Ich hab dir doch
Entschuldigung. Hat keiner gesehen. Ah, Mann. Hätte doch das Lenkrad rausholen sollen. Aber mit dem Lenkrad ist einfach doof zum Aufnehmen. Oh, wir gehen zuerst drin, dann kann ich so mal nicht zu schnell fahren. Ich überlege auch, ob ich das automatische Absenken reinmache. Das ist eigentlich schon recht praktisch. So, moin. So, da. Einmal so. Nice. Ach nö, Fahrgast blockiert die Tür. Was ist mit euch? Renn da. Okay, mal, warte mal, kontrollieren. Hat eine Fahrkarte. Kommst du jetzt? So, einmal rein hier. Hallo. Dankeschön. So, wir machen zu. Ja, geil, jetzt hier rauskommen. Achso, Absenkung. Dankeschön. Ey, boah, die Leute sind schon krass drauf. Ich könnte ein bisschen so Dovetail Games Vibes da vor den Personen hier. Aber wenigstens sind wir in der Zeit. Also ich will aber mindestens 90% Effizienz haben. Wir brauchen Money. Gerade um meine Fahrkünste zu kompensieren. Mit Unfallkosten und so. Dödeli, nächster Halt. So, einmal runter. Naja, perfekte Halteposition ist was anderes. So. Ran dann zu. Ist noch eine Tür offen? Nee, jetzt geht sie zu. Alle klar. Okay. Abwasch. Ich meine, der große Vorteil von OMSE ist halt, du hast halt viel mehr Gebiete zum Fahren. Hier bist du halt auf diese eine Karte, bzw. auf die zwei Karten beschränkt. Ich glaube, ich könnte mit der Zeit ein bisschen monoton werden. Aber ich freue mich schon auf die Straßenbahn. Die wird super. So. Einmal rein hier, bitte. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Ja, wenn es denn sein muss. Normal, Woche 1. So, da. Ach, shit, ich habe ja noch das kontaktlos Zahlen, glaube ich, drin. Muss ich nochmal kurz checken. So, Tür zu. Beziehungsweise, ich mache das gerade mal jetzt. Steuerung, Gameplay, allgemeine Einstellungen. Wo war denn das drin? Fahrkarten Mode, kontaktlos, Bargeld. Machen wir Bargeld. So. Gut. Zurück. Absenkung. So, ist frei. Abmarsch. Fahrgast muss aussteigen. Ja, ist doch eh gleich hier die Haltestelle. Kein Stress. So. Bitte schön. Kannst aussteigen. So, jetzt sind wir mal ganz kurz Fahrkarten kontrollieren. Hat schon eine Fahrkarte? Okay, das ist eh nur sie. Ja, dann. Wieder rein hier.
Ja, ist frei. Wir können raus. Was ich noch nicht rausgefunden habe, ist, warum das hier da so blau ist. Ah, da könnte ich eigentlich mal stehen bleiben. Aber noch sind Feld hier. Wow, 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 wow. Warum steht? Yo. Ja, läuft. Läuft richtig gut. Hallo, darf ich mal hier. Ich kann den Bus jetzt nicht mehr bewegen. Alter. So, komm, aufwärts bitte. Ja, jetzt hier wenden. Ist ja mega geil. Ah, ich habe mir die erste Fahrt anders vorgestellt. Aus dem Weg. Scheiße, das waren schon mal 40.000 Abzug. Ah, so viel zur Effizienz. Nee, nee, nee. Okay. Schau, was das Rating jetzt sagt. Na? Kommt nix? 84%. Ja, kann man machen. Okay, das wäre die Route hier. Wir gehen jetzt mal kurz raus. Wir sollen den Bus einmal anpassen, eine Route erstellen, erhalte den Zahltag auf einer Route zwischen Mediacenter, Grenusplatz etc. Okay, ich glaube, das mit dem Anpassen machen wir mal zuerst. Hier, anpassen. Jetzt wäre es irgendwie geil, wenn es hier hell wäre. Hauptfarbe, Vollverklebung. Hauptfarbe 1. Könnte man eigentlich mehr so Silber lassen. Wisst ihr was, wir machen das anders. Erstmal Werbung. Chinatown Beach, Planetarium. Clean Energy. Warum eigentlich nicht? Kriegen wir da mal mehr Geld. Machen wir nur mal bei dem. Und dann kann der so rumfahren. Und neue Route. Route erstellen. Also. Stelle eine Route von Media Center Astra. Wo ist das? Ist da. Grenusplatz. Wo ist das? Wo ist der Grenusplatz? Der ist da unten. Was haben wir denn noch? Grenusplatz, Westspeiche und Ostspeiche. Westspeiche, Ostspeiche. Eigentlich. Ja, es ist jetzt so nicht ganz ausbalanciert, ne? Wenn man das dann so macht. Ich bräuchte noch mal so einen. Ich glaube, wir machen das anders. Können wir das nochmal wegmachen? Was ist, wenn wir... Nee, so kann ich nicht fahren. Ich werde irgendwie da hinten rum gern fahren. Haltestelle Stufe 1 verbundene Routen 1, Wartung 0. Der Stellentyp halt nur in eine Richtung. Ah. So wird es auch noch gehen. Gut, das ist jetzt irgendwie eine mega schräge Route. So, und wenn man dann jetzt hier hinfährt und dann da runter. Ja, das macht halt wieder keinen Sinn, weil dann muss ich da irgendwie wieder rauf. Die Route ist kacke. Ja, dann machen wir es halt nicht balanciert. Mal so. Würde das gehen eigentlich? Hm.
So wird's gehen. Ist dann ausbalanciert. Zwischen 14.000 und 30.000. Und da haben wir jetzt alles mit dabei. Zahlung auf eine Route, Medias Integrierungsplatz, Westspeiche, Ostspeiche, Südspeiche, Westspeiche, Ostspeiche, Nordspeiche. Südspeiche, Westspeiche, Ostspeiche, also hier alle quasi. Eigentlich. Moment. Es geht. Machen wir das so von hier wieder rein. Jetzt haben wir aber den Grenusplatz nicht. Und er fährt dann hier rein. Und jetzt müsste man halt. Ja, das macht er. Das macht's. Wie könnte man das machen, dass es Sinn macht? Moment mal. Was ist, wenn wir das hier so machen? Und dann fährt der hier so. Also es ist eine mega schräge Route. 20.043, Dauer 14. Aber da hätten wir jetzt dann quasi zwei Anforderungen mit drin. Ja, okay. Machen wir mal das so. Ja, möchte ich. Routen. Route 2. Vollzeitfahrzeug. Der nicht zugewiesen ist. Und das war's. So, Route 2. Jetzt fahren. Der Bus. Dankeschön. Ey, warte mal, das ist doch der gleiche Bus, oder nicht? Okay. Wir sind da. Moment, jetzt bin ich gerade verwirrt. Stockerplatz. Minusenter Astra in einer Minute. Gut. Türen zu. Und dann fahren wir mal. Die fragen mich, wie lange es dauert, bis wir hier die Tram kaufen können. Komm, fahr weiter. So. Dann bin ich mal ganz kurz müden müssen. Also die eine Haltestelle konnte ich gar nicht auswählen. Südli. Oh, da stehen schon einige. So. Bitte schön. Einmal einsteigen. Ach ja, ist ja klar. Seniorenticket einfach. Südli. Bitte schön. Noch einer. Kinder. Tageskarte. Einmal. Danke. Naja. So, drei. Danke. Ja, die Gespräche sind manchmal ein bisschen speziell. Also da, wo ich für mich gefahren bin, waren schon interessante Unterhaltungen. Südli. Ich hoffe, ich schaffe das jetzt diesmal ohne irgendeinen Unfall. Das würde ich voll super finden.
to. Nächste Stop. Game Convention? Moin! Überspringen. Was hat mir das gemacht? Unfälle und Strafen. Achso, ja. So, was willst du? Normale Fahrkarte. Einfach einmal, bitteschön. Noch einer. Wir haben noch. Ey, was soll denn das? Hat eine Fahrkarte, hat eine Fahrkarte. Aha. Södele. Hätten wir das. Komm, rein hier. Dankeschön. Ja, ist frei. Los geht's. Ah, stimmt. Jetzt müssen wir hier noch rechts. Ich habe so das Gefühl, ich war hier schon mal. Ja, ja, ich bleib ja schon stehen. Wenn du mit dem hübschen Busfahrrad rechnest, guck dir einfach die Tür. Alles klar. Moin. Hey, hast du je überlegt, Künstler zu werden? Nein. Du scheinst dir ein Händchen für sowas zu haben. Ach, da fällt mir ein. Ich habe dir noch gar nicht gezeigt, wie man neue Strecken erstellt. Immerhin ich weiß, wie das geht. Oder später ein ganzes Streckennetz für die Stadt anlegen. Das wird doch gesagt, ich soll eine neue Strecke machen. Perfekt gelaufen. Wow. Gratuliere. Ich habe mit der Stadtverwaltung gesprochen. Sie wollen, dass wir mit der Firma expandieren. Ein paar neue Leute einstellen, neue Busse anschaffen. Für unsere Bemühungen haben sie eine Provision angeboten und die Genehmigung erteilt, das Streckennetz auf die gesamte Region nördlich des Stadtzentrums auszuweiten. Klingt gut, okay. Oder? Wenn wir unser Ziel erreichen wollen, sollten wir langsam neue Busse kaufen. Auf in den Busladen. Da sollte eine kleine Auswahl zur Verfügung stehen. Ja, ja, jetzt werde ich das erstmal hier fertig machen und dann schauen wir weiter. So, jetzt haben wir den Halt hier. So. Einmal bitte einsteigen. Letztes Mal haben sie mich mit einer falschen Fahrkarte im Bus erwischt. Dieses Mal habe ich definitiv die richtige. Ja, das würde ich mal hoffen. So. Vorne einmal links und dann glaube ich, können wir erstmal ein bisschen fahren. So. Nix gerammt, sehr gut. Vielleicht macht es Sinn, wenn wir jetzt die Route haben, dass wir Route 1 eigentlich löschen. So, diesmal nicht. Lauf rüber. Alter, komm. Jetzt geht er noch extra langsam zum Schluss. Moin. So. Einmal rein in die gute Stube. So, einmal einfach, so. 2,80. Bitteschön. Lässt du mich raus? Jo, dankeschön. Nächster Halt, Sellermann-Forschungszentrum. Ja, genau, 3 Minuten haben wir da jetzt Zeit, da hinzukommen. Ja, easy. Und dann wollen wir nochmal durchgehen. Fahrkarten kontrollieren. Ja, ich fahre da voll drüber. Da steht ein Blitzer. Okay. Blitzer erfing. Wieso habe ich da diesen gelben Pfad? Soll das eine Alternativroute sein?
außer fahrplanmäßig. Oh. Wieso eigentlich? Oh, Brighter Future Forschungszentrum. So. Hätten wir es geschafft. Durch die Wartung von Haltestellen erhältst du Erfahrungspunkte. Alles klar. So, da haben wir jetzt eine Minute 40 Zeit. Ich glaube, da werden wir nochmal kontrollieren. Fahrkarte. Senioren-Ticket, Tageskarte, einmal. So, bitteschön. So, dann schauen wir mal wegen dem Wertgegenstand. Ach da. So. Aha. Haben wir da einen erwischt? Ich war im neuen italienischen Restaurant. Die Bedienung ist so schnell und sehr. So. Hier noch? Ha, noch ein? Sag mal. Södele. Hätten wir das. Mir wird nicht schwarz gefahren. Das mache ich höchstens selber. Nein, natürlich nicht. So, lässt du mich raus? Dankeschön. Ja, ja, immer mit der Ruhe. Also, wenn das jetzt nicht eine gute Wertung wird, dann weiß ich auch nicht. So, gut doch. So, absenken. Nice. Okay, was haben wir hier? Positiv diesmal. Überspringen. Oh ja, 20.000. Geil. Achso, Fahrkartentickets. Einmal Seniore, einfach. Bitteschön. Nochmal Senior, diesmal Wochenkarte. Geil. Bitteschön. Danke fürs Aufwenden. Ich hab doch gar nicht. Einfach zu bequem. Alles klar. Ich kann von mir aus ruhig weiter schlafen. Na, bleibst du stehen? Ja. Dankeschön. Nächster Halt. Jo, Südeli. Geil, noch kein Unfall. Erstmal jemand unterwegs eingeschaltet. Vergiss nicht, den Fahrgast am Ende deiner Route aufzuwecken. Okay. Ah, ich hab's absenken vergessen. So, dann schauen wir mal. Ich tu mal den Typen mal hier aufwecken. Das ist die Person, die hier schläft. Ach, er da. Moin. Einmal aufstehen. Geil, 92%. Coole Sache. Okay, gehen wir mal raus. So, dankeschön. Ist ein Ach, irgendwie mein Screenshot-Modus. Sonderfahrt. So. Abfoto. Kaufen neuen Bus. Machen wir mal. Garage. Ach nee, das geht ja hier gar nicht. Ach doch, ich könnte ihn duplizieren, aber wir könnten eigentlich mal was Neues machen. Das ist ein Bushändler. Ah. Schnellreise. Dankeschön. Ne? Also, was nehmen wir denn da? Citaro K. Das ist ein Modbus. 170.000. Kosten 100.000. Sitzplätze 45, 26, 29. Er hat recht viel. Nehmen wir mal den da. Schauen wir uns den mal an.
Cetra S412UL. Das ist ein Reisebus, ne? Reisebus für Nahverkehr angepasst. Ja, okay. Rollstuhlfahrer haben halt dann bei mir ein kleines Problem. Können da nicht mitfahren. Aber ich glaube, den kaufen wir mal, weil das ist einfach für die Kapazität super. So, einmal rein hier. Innenansicht, danke. So. Jo, Reisebus. Hey Gott, was ist das, solche? Nee, ich brauche gerade Testfahrt zu machen. Südelem, dadurch wird dein Unternehmensguthaben von 22 um 100.000 reduzieren. Ja, ja, das passt. Eben hat die Stadtverwaltung angerufen. Sie erteilen uns die Genehmigung, die nördlichen Bushaltestellen wieder in Betrieb zu nehmen. Gute Arbeit. Ich möchte dir gern Peter Baumann vorstellen. Er hat den Wunsch geäußert, zukünftig mit uns zusammenzuarbeiten. Ganz richtig, hallo. Ich habe euer Projekt bisher sehr gespannt verfolgt. Ich bin Sprecher der Handelskammer und wir möchten das Mobilitätsnetzwerk zwischen unserer Stadt, den angrenzenden Dörfern, Freizeitarealen und dem Businesspark optimieren, um die Lebens- und Arbeitsqualität der Menschen zu verbessern. Wenn ihr uns dabei helfen würdet, könnten wir mit der Stadtverwaltung verhandeln, um die Agricultural Area im Osten der Stadt für neue Strecken zu öffnen. Das klingt gut. Ich schlage vor, mit der Erstellung von Rundstrecken zu beginnen, denn die eignen sich sehr gut, um viele Passagiere hin- und zurückzubringen. Okay. Ah, so eine neue Route. Verbinde Oakville, Siegwalden und Astorpark Spokesmills mit mindestens einer Route. Bevor der 30 Fahrgäste verbinde, hab mich tot. Okay. Wo ist das? Also das ist... Ach so, warte mal. Oakville... Siegwalden, das ist quasi das hier. Astorpark Spokes. Was ist denn das? Warte mal, Astorpark. Oder ist Spokes hier auch was eigenes? Wo ist das Spokes? Hä? Promenade, das war das Forschungszentrum, das sind die Dinger hier drin. Straßenbahnmission. Moment mal. Quest starten? Hallöchen. Trish hat mir erzählt, die Stadt hat eine alte Straßenbahn gekauft. Ist das nicht spannend? Es ist eine historische Straßenbahn. Okay. Fast 80 Jahre alt. Eine der ersten Straßenbahnen, die hier in der Stadt fuhren. Und als Trish und ich uns so unterhielten, sie weiß wirklich viel über die Geschichte der Stadt, hatten wir die Idee, dass du ein Straßenbahnstreckennetz aufbauen solltest. Nach Jahrzehnten hätte Seaside Valley wieder eine Straßenbahn im Portfolio der öffentlichen Verkehrsmittel. Ich bin ganz aufgeregt. Ich möchte dir Herrn Stevenson Senior vorstellen. Er kommt aus Angel Shores, wo er jahrzehntelang Straßenbahnfahrer war und macht hier Urlaub. Aber er hilft dir gerne bei deinen ersten Fahrten und dem Aufbau des Streckennetzes. Schön, Sie kennenzulernen. Okay. Es freut mich, dass sich eine neue Generation für mein Lieblingstransportmittel erwärmt. Wollen wir gleich loslegen? Ja. Zuallererst brauchen wir eine Straßenbahn. Da möchte also dein Straßenbahnabenteuer beginnen. Wenn du Straßenbahn und die jetzige Eigenschaft noch nicht kennst, ja, kein Plan. Häng es mir bei. Ja, also Schnellreise mal dahin. Ja, ja. Ich frage mich halt, kann ich mir das überhaupt leisten? Straßenbahn. Oder habe ich schon eine? Nee, habe ich nicht. So, Straßenbahnhändler. Was zum... ja. Ja. Ich glaube, das wird nichts. Mit Straßenbahn kaufen. Jetzt ist aber die andere Mission weg, ne? So, kann ich das irgendwie wechseln? Bus? Ja. Das hätte ich nicht machen sollen. Ah, so ein Shit.
Journal. Land. Ach doch, nee, Moment. Hauptmission. So kann ich sagen. Schulbusmann, begib dich zur Markierung auf der Karte, um die Quest zu beginnen. Ein neuer Anfang. Ist das jetzt wieder markiert? Ja, okay. Also. Sigwallen und Aster Park Spokes. Was ist Spokes hier? Oder ich mache jetzt einfach mal eine Linie, was einfach Sigwalden, Oakville und Aster Park halt irgendwie verbindet. Machen wir eine neue Route. Wir starten, würde ich mal sagen, da. Und wieso wird das so oben? Alles klar, das macht so nicht sehr viel Sinn. Machen wir das so. Ich würde sagen, bleiben wir hier nochmal stehen und kann ich hier reinfahren? Moment, jetzt haben wir... Herrscher kann keine weitere Route mehr bedienen. Erhöhe die Stufe dieser Haltestelle oder entferne sie von einer anderen Route. Okay. Wie mache ich das? Oder machen wir mal... Warte mal, wenn wir jetzt hier so reinfahren, sind wir wieder ausbalanciert. Und dann hier so rüber. Und brauchen dann eigentlich noch den hier. Und sind ausbalanciert. Ich hoffe, das geht so auf. Das mit Aster Park Spokes, das irritiert mich halt. Ich habe doch nirgendwo einen Spokes. Stockerplatz, ne. Okay, ja, ich würde sagen, das schauen wir uns in der nächsten Episode an, die neue Route und wie es dann weitergeht. Aber für die Tram braucht es auf alle Fälle noch ein bisschen Zeit. So, da einmal zuweisen. Schauen wir mal, ob dort der, ja, C3 ist dazu gewesen. Gut, also liebe Leute, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Episode und dann fahren wir mal die neue Route. Wenn es euch gefallen hat, lasst vielleicht einen Daumen nach oben da. Und dann bis bald. Ciao. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.